Kuro. Komm zur Wahrsagekommission und zwar allein. Ich schicke die Koordinaten. Erzähl es niemandem. Mit besten Grüßen, Kafka. Sehr, sehr anonym. Kafka, wieso bist du noch auf der Lurfu? Ich kann nicht gehen, brauche deine Hilfe. Bladys Mara-Symptome werden immer ernster. Ich kann nicht gehen, bevor er sich erholt hat. Aber sein Haftbefehl wurde noch nicht aufgehoben. Er ist immer noch der meistgesuchte Verbrecher in Xiangshu. Ich brauche dich, Kuro. Komm und finde mich. Wo bist du? Sende mir deine Koordinaten. Ich bin sicher, du wirst kommen. Ich warte. Okay. Oh, melde Kafka dem Drum der göttlichen Vorsehung. Ich glaube, das mache ich nicht. Und ich glaube nicht, dass ich Himiko und Melz meine, obwohl doch, die will ich mit einbeziehen, aber... Steuerung macht, was sie will. Ja, es kann sein, dass ich es natürlich nicht bekomme, aber Bayern 80. Wir müssen einfach nur die 50-50. Oh, Server. Shampoo.
Nicht mal der Neue ist dabei bis jetzt. Service. Da brauche ich meine ganzen 90. Also mein Pity ist immer. Ja. Noch ein Shampoo. Wir haben nur noch 20, hallo? Okay, das ist ein 5 Sterne. Und jetzt kommt ein ganz anderer Charakter. Aber Bello! 50-50 verloren, aber Bailu dafür. Na super. Es war so klar, dass ich den 50-50 verliere. Aber hey, wir haben den noch. Und ich habe noch nicht den neuen bekommen. Aber Bailu, wir haben eine Heilerin. Weitere. Sehr geil. Wollte eigentlich dahin. Und die noch umwandeln. Ah, ich hab nur. Das heißt, ich muss Stellare Jade, Stella Jade mir holen. Hey, wir haben eine.
Hoppla. Du gehörst da nicht hin. Du gehörst hier hin. Aber muss ich halt mehr spielen. Mappe Beilo eigentlich einen guten Lichtkegel. Ich glaube, das ist ein guter Lichtkegel für Beilo, weil da Beilo drauf ist. Oh Gott. Hä? Die Bewahrung. Hä? Seit wann habe ich den denn? Jetzt mal ernsthaft, seit wann habe ich hier 5 Sterne. Ich habe sogar 2 Bewahrungs. Fünf Sterne Lichtkegel. Seit wann habe ich den denn? Das wird ein Spaß, die aufzuwerten. Brauche ich 5. Kein Problem. Thank you.
So haben wir auf jeden Fall einen meiner Wunschcharaktere. Schon mal im Spiel. Jetzt, na, Bronja hätte ich auch gerne. Dann können wir da nochmal abholen. Hochstufen. So, aber das klappt jetzt nicht mehr so gut. Ich muss mal gucken, welcher Lichtkegel dafür besser ist. Dafür testen wir Kafka einfach mal. Also ich meine, wenn wir sie schon nicht bekommen, dann testen wir sie mal. Und dann machen wir noch die Kafka-Nebenquest. Ach, was heißt die Nebenquest? Begleiterquest halt, ne? Löst den Dot eines Gegners sofort noch einmal auf. Fügt dem Gegner auf verschiedene Weise Schock zu. Ah. Und die hat auch noch so eine schöne Katana. Oh. Und wenn Blade nochmal irgendwann im Banner ist, hole ich mir den auch. Dann ist das Team komplett. Ich will alle Stellarjäger haben. Dann mache ich mir so einen Stellarjäger. Wow. Mitternächtlicher Tumult fügt einem Gegner geringen Blitzschaden zu. Streichelndes Mondlicht verursacht Blitzschaden bei einem Gegner und geringen Blitzschaden bei angegrenzten Einheiten befindet. Das Hauptziel sich momentan unter Einfluss von Dots, so erleidet es sofort einmal zusätzlich Schaden. Fügt allen Gegnern geringen Blitzschaden zu. Hat eine hohe Chance, die Ziele zu schocken. Bereits geschockte Gegner nehmen einmal zusätzlichen Schaden durch Schock. Also die ist richtig gut. Sanft, aber grausam. Das ist ein Talent nach meinem Geschmack. Nach dem Einsatz des Standardangriffs von einem Verbündeten führt Kafka sofort einen Folgeangriff aus und fügt diesem Ziel geringen Blitzschaden zu. Es besteht eine hohe Chance, den Status Schock zuzufügen. Dieser Effekt kann nur einmal pro Runde ausgelöst werden. Greift alle Gegner in Reichweite an und fügt nach Kampfeintritt allen Gegnern geringen Blitzschaden. Es besteht eine hohe Chance, die Ziele zu schocken. Wow, und dann noch Serval, ne? Also Kafka ist so eine, die auf Dot arbeitet. Wir haben sie ja schon mal gespielt. Ganz am Anfang. お客様を裏切れと追加料金ですよ。全員死刑。落ち着いて、この曲を呼吸するその感覚覚えておいて。 Ja, die hätte ich schon gerne im Team. Aber das wird erstmal nix. Ich habe es versucht, einige andere relevante Aufnahmen im Mechakranich wiederherzustellen und habe diesen Teil über Lorscha gefunden.
habe es zusammen mit dem Quadratspiegel zurückgelassen. Bitte schau es dir an. Wenn du kannst. Allerdings glaube ich immer noch, dass Herr Luoja nichts damit zu tun hat. Ich verstehe, danke. Habe ich gern gemacht. Ich tue mal nur meinen Job. So, gehen wir mal. Noch nicht zur Wahrsage kommen. Jon? Ich muss überall mal die Kisten suchen. Ich muss auch hier. Muss ich zu Pompom? Obwohl, nee, Pompom hat ja nichts Neues für mich. Ich bin ja noch nicht so weit. Pompom hat wieder Sorgen. Cool.